Jonas, mach bitte deine Hausaufgaben. Jonas, geh rein und mach deine Hausaufgaben. Jonas, bitte, komm mal, lieber Freund. Hallo, ich bin's. Wollt ihr euren Papa nicht begrüßen? Jonas ist oben und wartet. Wir haben schon gegessen. Na, war's ein schöner Tag? Ja. Dann kannst du jetzt auch gut schlafen. Mhm. Komm, ins Bett. So. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch ganz doll lieb. Ich bin total erschossen. Musst du gar nicht lesen, nur absagen. Hab's dir ja gleich gesagt. Kannst du mir nicht mal helfen bei diesem Bewerbungsschreiben? Du weißt doch, wie man sowas macht. Und du weißt, was ich davon halte. Ja, ich weiß. Aber wir haben abgemacht, dass ich wieder arbeite, wenn Jonas zur Schule geht. Damals konnte ja auch noch keiner ahnen, dass meine Firma so gut läuft. Klaus, ich habe nicht 6 Jahre Tiermedizin studiert, um den Rest meines Lebens als Hausfrau zu verbringen. Du machst doch die Tiersprechstunde in Jonas Schule. Ja, damit bin ich auch total ausgelastet. Du erziehst unseren Sohn, ist das nichts? Wer soll sich denn um Jonas kümmern, wenn du den ganzen Tag arbeitest? Meine Mutter. Oder Jonas geht in den Hort. Will aber nicht, dass mein Sohn hin und her geschoben wird wie ein Güterwaggon. Gut, dann können wir ja mal tauschen. Und du bleibst zu Hause. Du bist sowieso nur noch ein Wochenendvater. Weil ich hier die Kohle anschaffe, von der du nebenbei bemerkt ganz gut lebst. Danke, dass du mich daran erinnerst. Sana, lass uns doch mit dieser albernen Diskussion aufhören. Vor 7 Jahren hast du mir ein Riesengeschenk gemacht. Dafür würde ich mich gern bedanken. Gib mir mal einen Kuss. Na, doch noch ein Gläschen Wein. Und das hier vergessen wir einfach einmal. Jonas, stillhalten! Und nochmal! Hockt euch mal an, los! Ah! Ah, das ist Opa, der Zoodirektor! Opa! Hallo! Na, wie läuft die Party? Das siehst du doch! Die Rattenwand ist kaum zu bändigen. Ohne Mamas Hilfe würde ich das nicht schaffen. Na, dann werde ich euch mal erlösen. Kinder, wir starten jetzt unsere Safari. Los, alle vier da. Schaut mal, Kinder, kommt mal her. Schimpansen. Das leiten wir uns an, komm.
Ich möchte bloß wissen, wo Klaus bleibt. Er hat mir extra versprochen, heute früher zu kommen. Ach, du kennst doch die Männer. Wahrscheinlich ist wieder was ganz Wichtiges dazwischen gekommen. Ja, wahrscheinlich. Aber wenigstens am Geburtstag seines Sohnes könnte er sich frei nehmen. Hallo. Tag. Hallo, Conny. Was ist denn heute mit Bobo los? Ja, der ist schlecht drauf. Ihr Vater hat seine Freundin Laila gegen einen Bonobo getauscht. Sie wohnt jetzt im Frankfurter Zoo. Also nichts Organisches, sondern eher die Seele. Tja, so sind wir Männer eben. Anhänglich und treu wie Gold. Na gut, vielleicht nicht alle. So, schönes Babystreicheln. Jonas! Na, mein Großer? Hm? Herzlichen Glückwunsch. Alles klar, Alter? Ja. Guck mal, der ist für dich. Wah. Danke. Hallo, Klaus. Hallo, mein Schatz. Hallo. Wird ja auch Zeit. Schick. Und das Fahrrad? Ich dachte, du holst es. Wir haben gesagt, ich mache die Party und du besorgst das Fahrrad. Sana, du weißt doch, was ich die letzten Tage um die Ohren hatte. Ich mach das morgen. Heute ist Geburtstag. Schatz, das ist ein ganz spezielles Fahrrad. Mit ganz vielen Extras, weißt du? Und das muss man erst bestellen. Und der Verkäufer hat das nicht gleich da gehabt. Aber wir wollen trotzdem dieses Fahrrad ein auf alle Fälle für dich. Wirklich, ich habe dem Verkäufer ziemlich Druck gemacht. Er ruft mich sofort an, wenn es da ist. Okay. Ich würde mir ja gerne noch mit euch die Klapperschlangen angucken, aber in der Firma wartet ein wichtiger Kunde. Wir sehen uns heute Abend, Großer. Papa muss Geld verdienen. Tschüss, Eichhörnchen. Klaus! Hättest du nicht wenigstens eine Stunde Zeit nehmen können? Guck mal, Opa! Klaus ist Unternehmer, da kann er eben nicht so wie er will. Hallo, Klaus. Oh, Alter, bis später. Ich dachte, du hilfst mir ein bisschen. Läuft doch alles wunderbar. Nächstes Mal feiern wir wieder bei uns im Garten und ich schmeiß den Grill an. Ich muss jetzt. Dann komm wenigstens heute Abend nicht so spät. Ja. Und jetzt freien. Traf ja doch nicht. Schneller, schneller, ich kann sogar schaukeln. Ah. Jonas! Cooler Salto, musst aber noch ein bisschen üben, dass du wieder auf den Beinen landest. Hast du dir wehgetan? Ja, am Kopf und am Bein. Es ist nur ein Kratzer. Komm, steh mal auf. So, ups. Geh mal ein paar Schritte. Du hast aber noch mal Glück gehabt, Jonas. Hallo. Yeah. Yeah. Mir hat nichts. Lenz. Ja, wahrscheinlich wollte er der jungen Dame imponieren. So wie wir Männer das eben immer machen. Danke für die erste Hilfe. Gern geschehen. Ist mein Beruf. Ich bin Kinderarzt. Und Rebeccas Vater. Ja. Rebeccas Mutter und ihr zweiter Mann sind für 2 Monate im Ausland und ich darf den bösen Papa spielen, der ihr jeden Spaß verdirbt. Das machst du wirklich? Ja, da hören Sie es. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und wenn dein Bein morgen abgefallen ist, dann kommst du in die Klinik und ich nähe es dir wieder an. Aber ich glaube, kalte Kompresse und ein Eisbeutel tun es fürs Erste. Vielen Dank. Und das mit dem Anlehnen hätte ich zur Not auch noch selber gekonnt. Meine Mama ist Tierärztin. Ja, Schnuffi ist bei ihr in Behandlung. Oh, dein Hamster. Dann sind wir quasi quitt. Schönen Abend noch. Komm. Nein! Was denn? Ich gehe nicht mit. Doch. Kleine Nein. Löwen kommen mit. Nein! Tschüss!
Die hat bestimmt keinen Winterschlaf gemacht. Es gibt auch noch andere Gründe, warum sich eine Schildkröte nicht bewegt. Bestimmt ist der Panzer zu schwer. Oder das, was in dem Panzer drin ist. Wie viel Salatblätter frisst die denn so? Na, so 2. Und wie viel Kekse? Na, so 3. Dann sollten wir die Ernährung umstellen. Und zwar von euch beiden. Danke. Wiedersehen. Wie geht's denn deinem Hamster Schnuffi? Hat er immer noch Bauchweh? Ja, er ist weg. Wie weg? Ja, verschwunden. Wahrscheinlich muss er jetzt irgendwo verhungern. Hi, Peter. Rebecca? Rebecca? Ich hab dir doch gesagt, du sollst in der Schule auf mich warten, bis ich dich abgeholt habe. Psst. Rebecca, ich glaube, jetzt kommt er zu dir. Schnuffi. Was ist denn los? Wir haben Schnuffi gefunden. Ich glaube, ich habe ihn, ja. Ich habe ihn. Na? Ja. Komm, ist der tot? Nein, er ist nicht tot. Tag. Hol mal meine Tasche, Jonas. Ja. Okay. Sie sind die erste Frau, die sich unter mein Sofa verirrt hat. Sie könnten darunter mal Staub wischen und den Polsterer kommen lassen. Schnuffi hat sich in die Füllung gefressen. Die liegt ihm jetzt wahrscheinlich schwer im Magen. Ich gebe ihm ein paar Tropfen. Und Sie könnten mir assistieren. Mit dem größten Vergnügen, Frau Kollegin. Wenn Sie mal halten wollen, Herr Doktor. Sie brauchen jetzt starke Nerven. Ich bin für alles bereit. Was haben Sie denn vor? Ich werde das Tier jetzt schlündeln. Schlündeln. Rebecca, schau weg. Naja, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Aber er wird das Medikament sicherlich nicht freiwillig nehmen. So führen wir ihm eine Sonde ein. Faszinierend. So. Überstanden, Schnuffi. Sie wiederholen jetzt die Behandlung alle 4 Stunden, sonst geht Ihnen Schnuffi ein. Wenn ich zum Dienst muss? Dann nehmen Sie ihn mit. In die Klinik. Ach so. Ja, dann nehme ich ihn in Pflege. Und du bekommst ihn wieder, wenn er wieder ganz gesund ist. Hm? Okay? Okay. So, und wie geht's deinem Knie? Mama hat Eiswürfel draufgetan. Schon besser. Gut, dass du so eine tolle Mama hast, ne? Frau Mertens hat schon einen Mann, Papa. Ja, das habe ich befürchtet. Du bist die beste Tierärztin der Welt. Viel besser als Rebeccas Vater. Der ist ja auch Kinderarzt. Na und? Von Kindern hat er auch keine Ahnung. Sagt jedenfalls Rebecca. Weißt du, die beiden, die müssen sich erst aneinander gewöhnen. Die sehen sich so selten. Guck mal, Papas Auto! Quatsch. Das sah nur so aus. Ich hab's ganz genau gesehen. Das war Papas Auto. Das kann nicht sein. Papa ist am Donnerstag geschäftlich immer in Berlin. Ich hab's ganz genau gesehen. Das war Papas Auto. Sag mal, wer füttert eigentlich den Hamster? Du oder ich? Na, ich natürlich. Der ist voll aktiv. Schön. So, gib ihm gleich Wasser, wenn wir drin sind. Ja.
Öffentlichkeit über die Scheidungsfolgen erzählt. Sie haben bereits vor längerer Zeit einen entsprechenden Scheidungsfolgenvergleich ab... Ich bin's. Anna. Nein, nein, du störst nicht. Ich bin nur gerade bei einem Geschäftsessen. Heute Nacht noch nach Hause. Natürlich habe ich Sehnsucht nach dir, aber das werde ich nicht schaffen. Ich rufe dich sofort an, wenn ich wieder in Leipzig bin. Ja? Morgen Mittag von der Firma aus? Ja, gib Jonas einen Kuss von mir. Hm? Mach den schönen Abend. Tschüss. Na? Kontrollanruf? Normalerweise rufst du Susanne nicht an, wenn ich geschäftlich unterwegs bin. Dann hast du sie nicht gut erzogen. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Abend. Susanne Mertens. Ich hätte gern meinen Mann gesprochen. Moment, bitte. Tut mir leid, Ihr Gatte ist nicht im Haus. Er hat auch gar nicht gebucht. Danke. Auf Wiederhören. Also, nicht schlauer sein als die Lehrer, nicht vorlauter als seine Mitschüler und vor allen Dingen keine kleinen Jungs hauen. Klasse. Rebecca? War ja bloß Spaß! Morgen! Ist der Hamster etwa verstorben, Dr. Doolittle? Dem Hamster geht es gut. Aber Ihnen nicht? Mir geht's blendend. Werbeposter draus machen zum Zoo-Jubiläum, ne? 125 Jahre und noch immer jung. So, und dir, Susanne, die kannst du in Jonas' Klasse verteilen. Mach ich. Was ist denn los mit dir? So viele Talente. Was hättest du alles aus dem machen können? Ach, weißt du, vorbei ist vorbei. Was ist eigentlich aus deinen Bewerbungen geworden? Gar nichts. Bisher nur Absagen. Ich habe einfach keine lange Berufserfahrung. Ich weiß auch gar nicht, ob ich was kann. Klaus ist durchgestartet und ich bin einfach stehen geblieben. Habt ihr zwei Probleme? Ich glaube, Klaus geht fremd. Glaubst du es oder weißt du es? Ich glaube es. Dann würde ich mir an deiner Stelle erstmal Gewissheit verschaffen. Und dann? Weiß ich auch nicht.
Bei allen. Bis nachher. Hallo. Da. Herr Martens. Moment, bitte. Sana. Das ist eine Überraschung. Könntest du mir bitte erklären, warum in deinem Berliner Hotel keiner etwas von einem reservierten Zimmer wusste? Und erzähl mir jetzt bitte nicht, du bist in Hamburg oder Düsseldorf gewesen. Nein, nein, ich war schon in Berlin. Aber im Kontinent, habe ich dir das nicht gesagt? Erzähl mir doch keine Märchen. Gib doch zu, dass du ein Verhältnis hast. Wie kommst du denn darauf? Ich habe gestern deinen Wagen gesehen. Hier in Leipzig. Spionierst du mir etwa nach? Leider nicht. Sonst würde ich jetzt nicht wie ein Trottel dastehen. Sana. Ich kann dir das erklären. Gib's nicht zu erklären. Guten Tag. Wir wollten auch über die Farbpaletten sprechen. Wo ist Rebecca? Komm mal hin, oh. Hallo, na, wie war's? Hallo. Verreisen wir? Es sind ja noch gar keine Ferien. Du wolltest doch schon immer bei Oma und Opa übernachten. Und so oft in den Zoo gehen, wie du willst. Au ja! Hallo, Jonas! Hallo! Anschnallen. Hey, Susanne. Was ist denn jetzt los? Was passiert? Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir passiert? Mein Kleiner. Ich komme. Ja, klar. Geh erst mal rein. Hi, Jonas. Was hast du denn da? Muffi. Oh, dann zeig ihm doch mal schnell euer Zimmer, hm? Okay. Hallo, Opa. Hallo, Jonas. Was ist los? Was ist passiert? Ich hab genauso verlassen. Was? Ja, und? Was hast du jetzt vor? Ich wollte einfach nur weg. Sprich dich doch erstmal mit deinem Mann aus. Man läuft nicht einfach beim ersten Sturm weg. Wenn deine Mutter und ich bei jedem kleinen Streit auseinandergelaufen wären. Es geht nicht um einen kleinen Streit, Papa. Klaus hat eine Affäre. Mein Gott, das kommt in den besten Familien vor. So was passiert mal in jeder Ehe. Klaus betrügt mich und du verteidigst ihn auch noch. Ich sage ja nur, dass du das Kind nicht gleich mit dem Bade ausschütten sollst. Oh, du bist immer auf seiner Seite. Vielleicht habe ich jetzt auch nur Schuld, ja? Georg, ich glaube, es ist jetzt Zeit für deinen Rundgang. Und nimm Jonas mit, ja? Ich kümmere mich schon um Susanne. Das ist reine Frauensache. Ja. Mein Gott, nun geh schon, mach. Ich mach das schon. So, wir trinken jetzt beide erstmal ein Glas Wein, hm? Tja, mein Jonas! Hallo, Opa! Komm, wir zwei gehen jetzt mal in den Zoo. Hm? Okay. Weiß es Jonas schon? Nee. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich ihm das beibringen soll.
Komm! Guck mal. Und der kleine Renan, der ist ein halbes Jahr alt und schon so groß. Tja, aber vorher war er fast 2 Jahre bei seiner Mutter im Bauch. Und die füttert ihn jetzt noch mit ihrer Milch. Dass er so alt ist wie du. Etwas Lieberes als eine Elefantenmutter kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Außer deiner natürlich. Opa? Ja? Warum hat Mama geweint? Ach, weißt du, Erwachsene streiten sich manchmal. Und dann lassen sie sich scheiden? So wie bei Rebecca? Nein, 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 also so schnell geht das nicht. Komm, wir gehen zu den Erdmännchen. Ja. Also wenn ich die sehe, könnte ich mich jedes Mal totlachen. Als ich Klaus geheiratet habe, da habe ich wirklich gedacht, ich habe das ganz Große losgezogen. Mein Hauptgewinn. Aber in letzter Zeit, da war ich eh nur noch seine Haussklavin. Übertreib mal nicht. Klaus kann auch sehr charmant sein. Ja, aber zu wem? Das sieht man ja. Kennst du die Frau? Sie ist seine neue Marketingchefin. Oh. Was sie sonst noch für Vorzüge hat, das weiß ich nicht. Angeblich soll sie der ganz große Gewinn für die Firma sein. Zu mir sagt er, ich soll mich mehr um Jonas kümmern. Ich hasse ihn! Susanne! Nee. Jonas! Susanne! Noch ist er dein Mann. Susanne, Jonas! Was machst du denn hier? Den Weg hätte sie sparen können. Jonas Löwe. Den hast du vergessen in der Eile. Ich verstehe ja, dass du sauer bist und es tut mir auch leid, was passiert ist. Aber deshalb müssen wir uns doch nicht gleich trennen, Susanne. Wir sind doch erwachsene Menschen. Ach ja? Gehört dazu, dass man sich betrügt und belügt? Da will ich lieber nicht erwachsen sein. Das mit Alexandra, ich schwöre dir, war wirklich nur ein einmaliger Ausrutscher. Ich weiß gar nicht, wie es überhaupt dazu kommen konnte, bitte. Susanne, verzeih mir. Komm zurück. Tut mir leid, Klaus, aber das geht nicht so einfach. Ich verstehe dich. Du brauchst doch nichts weiter zu erklären. Mach's gut. Was ist denn der Opa? Der musste zu den Lamas. Guck mal, wie sie trinkt, wie ein Baby. Sie ist ein Er und heißt Gärtchen. Ach so. Seine Mutter hat ihn nicht angenommen. Was, eine Erstgeburt? Da kommt ja sowas öfter vor. Aber in dem Fall war es schon das Zweite. Wir kriegen die schon raus, hm? Manchmal lehnen Mütter ihre Kinder instinktiv ab, weil sie krank sind. Er ist ja zierlich. Darf ich ihn mal ansehen? Na klar. Komm her. Komm's. Komm mit dir. Komm her. Hm? Hat er schon öfter Durchfall gehabt? Ja. Und sich erbrochen? Mhm. Vielleicht eine Milchunverträglichkeit. Ich weiß zwar, dass Sie Tierärztin sind, Susanne, und die Tochter des Direktors, aber Zootierarzt bin immer noch ich. Na, komm mal her, mein Kleiner. Guten Tag, Dr. Vogel. Tag. Wie viel hat er getrunken? Nicht mal 40 Gramm. Gewichtszunahme? Kaum. So, mein Schatz. Schlaf schön. Ich hab dich lieb. Hast du Papa noch lieb? Ja, irgendwie schon. Warum streitet ihr euch denn immer? Wegen mir? Nein, da
Das hat nichts mit dir zu tun. Das hat nur was mit mir und Papa zu tun. Aber ich will nicht, dass du mich allein lässt, so wie das kleine Affenbaby. Oh, Schatz, wir lassen dich niemals allein. Versprochen. Mama und Papa sind immer für dich da. Okay? Gehst du wieder zu Papa zurück? Das weiß ich noch nicht. Jetzt schlaf erstmal, okay? Schlaf schön. Wir sind bald wieder zu Hause. Ganz bestimmt. Und was denkst du, wie das weitergehen soll? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mich nicht wieder in diese Rolle drängen lasse, die ich die letzten 6 Jahre gespielt habe. Ich finde, ich habe auch ein Anrecht auf ein eigenes Leben. Gut gebrüllt, Löwe. Ich muss ja mal einen Anfang machen. Tja, und der Junge? Du kannst doch nicht deine Familie auseinanderreißen. Das musst du Klaus sagen. Und wovon willst du leben? Ich werde mein eigenes Geld verdienen. Und womit? Deine Tochter hat glücklicherweise einen anständigen Beruf gelernt. Soweit ich weiß, ist im Zoo eine Assistenzarztstelle frei. Hab schon gehört. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass Dr. Vogel mich einstellt. Na, soll ich mal mit ihm sprechen? Nein, das will ich nicht. Und ich will auch nicht von Papa abhängig sein. Natürlich nicht. Dann versuch es lieber noch mal in den Tierarztpraxen, die mir noch keine Ablehnung geschickt haben. Vielleicht habe ich ja Glück. Bestimmt. Es tut mir leid. Der Doktor sagt, er braucht jemanden mit praktischer Erfahrung. Könnte ich selber mal mit ihm sprechen? Sie sehen doch, er hat zu tun. Gut, dann machen wir einen Termin. Es hat keinen Zweck. Glauben Sie mir. Felix, bitte. Ja, Tierarztpraxis, Dr. Faber. Wiedersehen, Herr Faber. Geschenk, wie versprochen. Darf ich mal ausprobieren? Klar, was meinst du, warum ich 2 Bikes gekauft habe? Wir beide machen jetzt hier eine richtige Fahrradtour. Echt? Ja. Wow. Hallo! Hallo, Rebecca! Guck mal, mein neues Fahrrad. Oh cool, so ein Fahrrad will ich auch. Ja? Aber Mama kommt doch gleich. Rufen wir von unterwegs an und heute Abend liefere ich dich wieder bei ihr ab. Einverstanden? Okay. Na dann komm. Was? Und rein mit dir. Ja. Na. Warte mal. Schnuffi, na? Ist er wieder gesund? Fit wie ein Hamster. Ist Jonas noch drin? Nee, den hat sein Vater gerade abgeholt. Was? Wo wollten Sie denn hin? Keine Ahnung, er hatte 2 Fahrräder dabei. Ich nehme an, die wollten eine Tour machen. Ohne mich zu fragen. Das ist doch nicht so schlimm. Wahrscheinlich hat er nur Sehnsucht nach seinem Sohn gehabt.
Mischen Sie sich da nicht ein. Also ich mische mich nicht ein, aber ich weiß wirklich, wie man sich als alleinstehender Vater fühlt. Warum gehen wir nicht einen Kaffee trinken? Ich meine, wir müssen sowieso noch Schnuffis Genesung feiern. Hm? Mir ist nicht nach Feiern. Spendieren Sie dem Apfel. Naja, wäre sowieso nur Instantpulver mit heißem Wasser gewesen. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich, okay? Ich wollte nur nett sein. Alles gut? Okay. Sieht aus wie ein Abszess. Charlotte, willst du zu mir? Aha. Ich muss dich dann mal sprechen. Moment. Martin, ich brauche deine Hilfe. Was ist denn passiert? Och, Susanne und Klaus, naja. Ach so. Susanne braucht eine Chance. Das Mädchen muss dringend was für ihr Selbstwertgefühl tun. Und du, ich dachte, du brauchst doch jemanden, der dir hilft. Martin, ich würde dich nicht darum bitten, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Du bist noch genauso hartnäckig wie früher. Und du weißt, dass ich dir keinen Wunsch abschlagen kann. Heißt das ja? Ich verstehe dich ja. Du kriegst bestimmt Ärger mit Georg, wenn du seine Tochter einstellst. Der ist nämlich strikt dagegen. Und warum? Weil Georg seiner kleinen Tochter offenbar nichts zutraut. Manchmal denke ich, der ist noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Naja. Susanne soll mal vorbeischauen. Ist aber völlig unverbindlich. Danke, Martin. Ja, danke, Martin. Mama, Mama! Da sind wir wieder, pünktlich zum Abendbrot. Papa und ich haben ein Wettrennen gemacht und ich bin Erster geworden. Wow! Und eine Ausdauer hat er wie du. Wie du aussiehst! Ab unter die Dusche und dann erzählst du mir alles, okay? Okay. Tschüssi, Papa! Tschüss! Du hättest mich wenigstens fragen können, ob du ihn abholen darfst. Ich hab mir Sorgen gemacht. Du tust so, als wenn alles ganz normal wäre, ja? Willst du mir Jonas wegnehmen? Natürlich nicht. Jonas ist genauso dein Sohn wie meiner. Aber in Zukunft sollten wir es besser absprechen. Du meinst, ich soll dich um Erlaubnis bitten, am besten noch schriftlich. Sana, ich weiß, ich habe eine Menge Fehler gemacht. Lass uns nicht streiten, bitte. Was hast du denn jetzt vor? Am besten, du kommst wieder zu mir zurück. Überschwemmt ist, Jonas, dann ruf uns, damit wir dich retten können. Und Vorsicht, Lotte! Hör auf damit! Na, Versöhnung? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du kannst dich morgen bei Dr. Vogel melden. Ich habe dir gesagt, dass ich das nicht will. Susanne, willst du einen Job oder willst du keinen? Ja, lieber gehe ich putzen. Ich schaffe das alleine, Mama. Ich bin übrigens dagegen. Ist ja klar. Du solltest lieber dein Problem mit Klaus in den Griff kriegen. Das versucht Susanne ja gerade. Auf ihre Art. Ja, rede ihr noch zu. Warum hat's denn bei uns beiden geklappt? Doch nur, weil deine Mutter mir den Rücken freigehalten hat und immer für dich da war. Euer Weg muss aber nicht meiner sein. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob unser Weg immer so richtig war. Was? Wieso? Weil du dich gerade aufhörst wie einer von deinen Pavianen, die auf dem Felsen sitzen und ihre Damen bevormunden. Paviane bevormunden nicht, das ist eine natürlich gegebene Rangordnung. Die gilt aber nicht hier in diesem Haus. Ja, wo ich ja sowieso nichts mehr zu sagen habe. Ich komme. Ich lebe mit deiner Mutter in einem glücklichen Waffenstillstand. Und ich habe keine Lust, Leidtragender irgendwelcher kriegerischer Verwicklungen zu werden.
Ich bin so viel Trubel einfach nicht gewöhnt. Das ist ja nämlich neuerdings ein Altersheim. Was sollte denn das vorhin, Georg? Das hört sich ja gerade so an, als ob du Susanne rausschmeißen willst. Ich will nur ihre Ehe retten. Und wenn es da nichts mehr zu retten gibt? Wir hatten auch mal eine schwierige Phase. Du hast dich damals schließlich auch für mich entschieden. Ob das wirklich die richtige Entscheidung war? Ich glaube ja nicht, dass ich mich in meinem Alter nicht auch noch scheiden lassen könnte. Ich hab's ja nicht so gemeint. Aber dass du zuerst zu Vogel gerannt bist, das nehme ich dir übel. Ach, Georg, Mensch, sei doch nicht so albern. Das ist jetzt 30 Jahre her. Und wie lautet Ihre Diagnose? Das Abdomen ist verhärtet. Möglicherweise verträgt Gärtchen die Nahrung aus der Flasche nicht. Es könnte aber auch eine Darminfektion sein. Was schlagen Sie vor? Eine Untersuchung der Darmflora. Auf alle Fälle eine Möhrendiät und die Gabe von Probiotika und Spasmanalgetika. Gegen die Darmkrämpfe? Ja. Es könnte sich aber auch um einen Subileus handeln, einen beginnenden Darmverschluss. Den verhindern wir, indem wir den Tonus der glatten Muskulatur im Magen-Darm-Kanal herabsetzen. Hört sich gar nicht so verkehrt an. Wenn wir Glück haben und Gärtchen sich gut erholt, können wir daran denken, ihn in ein paar Monaten wieder in die Gruppe zu integrieren. Naja, Sie sind sehr optimistisch. Ich finde, das sollte man auch sein. Meinetwegen können Sie morgen früh anfangen. Aber es ist nur eine Assistenzarztstelle und schlecht bezahlt. Und Sie machen wie jeder andere auch ein halbes Jahr Probezeit. Conny, ja? Ich hab die Stelle. Ja, gratuliere. Ja, ich freue mich für Sie. Dankeschön. Und ich freue mich auch für den Zoo. Sie sind genau die Richtige. Vielen Dank. Können Sie gleich mal mitkommen? Bobo geht's nicht so gut. Aber ich habe gar nichts dabei. Dann... Seit Tagen frisst Bobo nicht mehr richtig und sitzt immer nur einsam in einer Ecke rum. Hat Dr. Vogel ihn schon untersucht? Nein. Wenn Sie ihm nicht eine Narkose setzen, würden Sie sich mal aus der Nähe ansehen. Ich brauche keine Narkose. Da sehe ich von hier, was mit ihm los ist. Was ist denn mit ihm los? So traurig, wie er aussieht, hat er Liebeskummer. Gorillas sehen immer traurig aus. Das liegt an der Physiognomie. Denken Sie, ich weiß das nicht? Ich bin mit Bobo aufgewachsen. Mein Vater hat ihn mit nach Hause gebracht. Meine Mutter hat ihn mit der Flasche großgezogen. Ich habe in einem Zimmer mit ihm geschlafen. Interpretieren Sie da nicht was hinein? Glauben Sie mir, ich habe recht. Die Affendame zeigt also dieselben Symptome. Antriebslosigkeit, Appetitlosigkeit. Und sie sondert sich von der Gruppe ab. Genau wie unser Bobo. Und das, seit sie bei Ihnen in Frankfurt ist. Dann hat sie also die Trennung nicht sehr glücklich gemacht. Ich denke, da gibt es eigentlich nur eins. Familienzusammenführung. Denn ein trauriger Affe ist auch keine Freude für die Besucher. Das ist doch ein Wort. Vielen Dank. Sie denken darüber nach. Ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Sie sollten wenigstens mit Dr. Vogel darüber reden. Ja, das mache ich auch. Aber Sie glauben gar nicht, wie stur ich sein kann, wenn ich etwas will. Unglaublich, meine Tochter einzustellen hinter meinem Rücken. Warum regst du dich eigentlich so auf? Da hättest du mein Einverständnis gebraucht. Du kannst nicht einfach hinter meinem Rücken Personalentscheidungen treffen. Noch bin ich hier der Direktor. Das bestreitet ja niemand. Du kannst meine Entscheidung ja rückgängig machen. Du weißt genau, dass ich deine Autorität nicht untergrabe. Aber eine Frau hat in diesem Beruf nichts verloren. Hallo, Arthur. Zootierarzt, das ist Männerarbeit. Das schafft sie schon rein körperlich nicht. Das hier ist keine Kleintierpraxis. Hast du in letzter Zeit mal auf deinen Kalender geschaut, Georg? Wir sind bereits im 21. Jahrhundert. Alle. Außer dir.
ich reinkommen? Ja, sicher. Du wohnst doch hier. Hatten wir nicht noch eine Flasche Wein im Keller? Ja. Ich wollte mit dir anstoßen. Ich habe eine Stelle im Zoo. Schön, das freut mich für dich. Wunderbar. Wirklich? Ja, toll, super. Kann ja sein, dass ich ein bisschen überreagiert habe mit meinem Auszug. Aber jetzt sehe ich ein bisschen Land und vielleicht war es ja auch ganz gut für uns. Das hört sich ja an wie... Wir könnten es ja noch mal versuchen. Und Jonas vermisst dich auch. Na, dann hol ihn und komm wieder her. Bis gleich. Jonas kriegst du nicht, der bleibt hier, bei mir. Schau. Jörg, das machst du wunderbar. Welcher Blödmann hat eigentlich gesagt, dass man aus Erfahrung klug wird? Ich habe wirklich geglaubt, Klaus meint es ernst. Was willst du denn? Du hast dich doch getrennt. Also wundere dich nicht, wenn Klaus sich mit einer anderen Frau tröstet. Er hat mir geschworen, es war ein einmaliger Ausrutscher. Und sowas passiert nicht nochmal. Aber Susanne, glaubst du denn im Ernst, er hätte sich nur ein einziges Mal mit dieser Frau getroffen? Und dass da nicht noch andere Geschichten waren? Kind, sei doch nicht so naiv. Du tust ja gerade so, als hättest du es gewusst. Ja, habe ich auch. Was? Ich habe Klaus irgendwann mal Hähnchen halten in einem Restaurant mit so einer dunklen Schönheit gesehen. Warum hast du mir das denn nicht gesagt? Es hätte ja sein können, dass ich mich geirrt habe. Ich muss ja keine schlafenden Hunde wecken, nicht? Kann ich heute Nacht bei dir schlafen? Ich will wieder nach Hause. Gefällt's dir nicht bei Oma und Opa? Doch, schon. Ich suche uns eine kleine Wohnung. Und Papa? Zieht der auch mit in die neue Wohnung? Nein, nur wir beide. Kannst du Papa doch nicht mehr leihen? Ich hab dich lieb. Aber Papa hab ich auch lieb. Hallo. Sie können ja nicht rein. Lassen Sie, ich kenne ihn. Sie schon wieder? Ich bin eben ein hartnäckiger Mensch. Sie kommen aber äußerst ungünstig. Ich muss den Bären ein Entwurmungsmittel geben. Darf ich Ihnen dabei zusehen? Finden Sie das so interessant? Meinetwegen. Kommen Sie aber vorsichtig und drehen den Bären nicht den Rücken zu. Halb so groß wie der. Ich glaube auch kaum, dass sie sich mit einem Gitter für ihn schützen müssen, oder? Ja, das wäre manchmal vielleicht ganz angebracht. Ich hörte schon davon, dass sie ein kompliziertes Verhältnis zu Kindern haben. Ja, ich weiß. Das verbreitet Rebecca. Wir können uns nicht einigen über meine Erziehungsmethoden. Dafür hat sie mir aber heute Abend freigegeben. Sie schläft bei einer Freundin. Ach. Und jetzt wissen Sie nicht, was Sie mit Ihrem freien Abend machen sollen, oder was? Doch. Ich dachte, wir gehen aus. Auf gar keinen Fall.
auf den heutigen Abend. Aber eines müssen Sie mir versprechen. Wir sprechen nicht von kurzsichtigen Brillenbären und wir sprechen nicht über gescheiterte Ehen. Und wir sprechen nicht über Mumps oder Masern oder kindlichen Wurmbefall. Und wir sprechen schon gar nicht über Politik. Und worüber sprechen wir dann? Über uns. Tolles Thema. Ja, finde ich auch. Was haben Sie denn für eine Schuhgröße? 37. Wieso? Gott sei Dank. Ab Schuhgröße 40 trete ich Frauen gewöhnlich auf die Füße. Sie wollen jetzt aber nicht mit mir tanzen. Nein, auf gar keinen Fall. Entschuldigung. Kannst du nicht einmal schlafen? Gute Nacht. Ich glaube, Schnuffi tratscht nicht. Trotzdem. Sehen wir uns morgen? Ich rufe dich an. Deine Rose. Erwachsen. Du musst nicht mehr kontrollieren, wann sie nach Hause kommt. Ja, immerhin hat sie ihr Kind allein gelassen. Was wäre gewesen, wenn wir was vorgehabt hätten? Wann hast du denn das letzte Mal was mit mir vorgehabt? Was? Thank you.
Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Ja, heute geht's. Aber gestern war es ganz schlimm. Da hatte er wieder diese Krämpfe und hat nichts drin gehalten. Geben Sie ihm auch die Diätnachvorschrift? Na, hören Sie mal. Wenn du mir wenigstens sagen könntest, wo es dir wehtut. Ist es der Bauch? Wir machen eine Sonographie, vielleicht kann ich da was erkennen. Helfen Sie mir? Ja. Okay, dann nehmen Sie das Fläschchen. Das kann vielleicht länger dauern. Susanne, Susanne. Ich habe gerade einen sehr interessanten Anruf bekommen. Vom Frankfurter Zoo. Es handelt sich um eine liebeskranke Äffin und ihre Rückführung nach Leipzig. Würden Sie mir das vielleicht bitte mal erklären? Tut mir leid, ich hätte es Ihnen sagen sollen. Aber ich habe im Moment privat auch wahnsinnig viel um die Ohren. Und deshalb beachten Sie die einfachsten Regeln nicht? Susanne, Sie sind hier nicht die Chefin, sondern auf einer Assistenzstelle. Außerdem, was ist das überhaupt für eine Diagnose, äffischer Liebeskummer, Trennungsschmerz? Kann es nicht sein, dass Bobo Sehnsucht nach Leila hat? Ja, Schicksalsschläge kommen auch in einem Affenleben vor. Aber es ist nicht Ihre Aufgabe, gültige Verträge zwischen zwei Zoos wieder rückgängig zu machen. Ich habe Sie hiermit abgemahnt. Sollte sich das wiederholen, ist Ihre Probezeit beendet. Hat er getrunken? Bisschen mehr. Nicht ärgern. Ich gewöhne mich dran. Hey, ich dachte, du wolltest Rebecca besuchen. Ja, aber... Ja, aber bei dem Wetter wollten wir lieber in den Zoo gehen. Ja, Papa hat rein zufällig 2 Jahreskarten gekauft. Das sollst du doch nicht verraten. So rein zufällig. Ja, man findet hier im Zoo nicht nur interessante Tiere. Komm. Wo wollt ihr denn hin? Zu den Löwen. Aber nicht füttern. Ja. Warum hast du mich angerufen? Ich bin einfach noch nicht so weit. Soll ich meine Jahreskarte zurückgeben? Nein. Du könntest mir sogar helfen. Aber ich denke, du bist noch nicht so weit. Ich habe da ein kleines, krankes Äffchen. Lass dich doch warten, du deine Löwen. Und zeigt er noch andere Symptome außer Bauchschmerzen? Das wechselt. Es gibt Phasen, da ist er vollkommen okay. Das ist ja, was mich so irritiert. Zuerst habe ich auf eine Darminfektion getippt. Aber wir haben keine Dysbakterie gefunden. Dann dachte ich, das wäre die Vorstufe eines Darmverschlusses. Habt ihr schon eine Sono gemacht? Ja, gerade eben. Aber darauf ist nicht viel zu erkennen. Willst du die Bilder sehen? In der Klinik würde ich jetzt normalerweise eine Hydro-MRT machen. Eine Kernspintomographie? So gut sind wir leider hier nicht ausgestattet. Na ja, dann machen wir es eben bei uns in der Klinik. In der Kinderklinik? Ja. Die Löwen. Oh, der Große da hinten. Cool. Hier, von Susannes Anwalt. Das sehe ich mir dann nachher in Ruhe an. Ich will auf jeden Fall das Sorgerecht für meinen Sohn, und zwar das Alleinige. Dass das nicht einfach wird, das weißt du. Dafür leiste ich mir auch einen teuren Anwalt. Guten Tag, Digga. Soweit ich Susanne kenne, war sie immer eine vorbildliche Mutter. Eine vorbildliche Mutter nimmt deinem Vater nicht den Sohn weg. Lass mal die Emotionen. Okay. Bin ganz ruhig. Die besten Argumente, um das Sorgerecht zu entziehen, sind Vernachlässigung der Aufsichtspflicht, körperliche und seelische Grausamkeit gegen das Kind, Alkoholismus, Drogenmissbrauch, Demenz. Doch, ist gut, davon trifft ja wohl nichts auf Sana zu. Tja, da musst du eben irgendwas erfinden. Milch? Ja. Wenn man sich soll über was anhängen, dass sie Jonas verprügelt, dass sie trinkt, ist doch wohl unter der Gürtellinie, oder? Wenn du dir dafür zu fein bist, mit Skrupeln kommst du jedenfalls nicht ans Ziel. Ja, so geht es jedenfalls nicht. Jetzt sag mir mal, was du eigentlich willst. Am liebsten wäre es mir, wenn Susanne zurückkommt. Und wie soll ich den Antrag erwidern?
Das mag gar nicht. Ich fahre zu Susanne und werde sie bitten, dass Jonas bei mir wohnt. Er kann sie ja jederzeit besuchen. Sie soll nur merken, dass ich es ernst meine. Aber die fressen uns doch auf. Ja, die Großen, aber die werden vom Futtern reingeholt. Und der Kleine bleibt ganz alleine. Na klar, der frisst doch noch ein Fleisch. Jetzt geht's los. Mami, willst du da reinkommen? Hab ich aus dem Büro von meinem Opa. Spinnst du? Nee, wieso denn? Willst du etwa nicht den kleinen Babylosen streicheln? Ich auf jeden Fall. Komm! Beeile dich doch mal. Du hast mir wirklich einen großen Gefallen. Für mich ist es eher eine Investition in die Zukunft. Außerdem, vielleicht kriege ich eine Antwort auf das, was das gestern Abend war. Ist das so wichtig? Für mich schon. Kinder? Wo? Jemand groß. Ich kann doch nicht. Da geht schon jemand. Das sind zwei Kinder im Gehege. Was? Warte, warte, warte. Den Schieber zu, schnell! Nein, komm, schnell jetzt! Ganz ruhig, ganz ruhig. So, einen Schritt vor den anderen. Vorsichtig. Wie konntest du denn das machen? Ist doch wohl deine Schuld. Papa! Klaus! Komm, wieso passt du denn nicht besser auf Jonas auf? Wie konnte der Junge denn ins Löwengehege klettern? Das ist wohl... doch wohl Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. Beruhigen Sie sich doch. Es ist ja nichts passiert. Ich habe das doch nur gemacht, weil ich dachte, die großen Löwen werden eingesperrt.
Ich akzeptiere die Scheidung, aber dir dürfte wohl klar sein, wem das Gericht das Sorgerecht zuspricht. Findest du das richtig, das jetzt auszunutzen? Was willst du damit beweisen? Dass deine Tochter offensichtlich nicht in der Lage ist, sich um Jonas zu kümmern. Es war auch meine Schuld. Ich habe den Generalschlüssel auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Klar, dass du deine Tochter verteidigst. Sag Tschüss zu Opa. Jonas. So, komm jetzt. Wir gehen nach Hause. Klaus, bitte. Das tut mir leid. Ich glaube, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe Jonas alleine gelassen, ich habe ihn angeschrien. Nichts kriege ich auf die Reihe. Jetzt verwechselst du aber Resignation und Weisheit. Ich bin eine Versagerin. Egoistisch und ehrgeizig. Das kenne ich. Als sich Rebekkas Mutter von mir getrennt hat, hat sie mir dasselbe vorgeworfen. Und irgendwie hat sie damit auch recht. Ich habe es einfach nicht geschafft, Familie und Beruf gleichermaßen zu lieben. Wollen wir uns setzen? Ich will aber nicht allein sein. Und ich will auch nicht Jonas verlieren. Das wirst du auch nicht. Wollen wir was trinken? Jetzt? Ja? Zabra Kadabra. Tada! Ganz großartig. Als ich trank den ersten Wein. Weißt du, ich war mal in einer ähnlichen Situation wie du. Ja, ich war drauf und dran, deinen Vater zu verlassen. Aber ich habe auf die Vernunft gehört. Allerdings habe ich mich oft gefragt, was wäre gewesen, wenn? Habe ich nicht vielleicht die glücklichsten Augenblicke meines Lebens versäumt? Weißt du, Kind, wenn du deinen Mann wirklich und wahrhaftig liebst, dann geh zu ihm zurück. Wenn du aber auch nur den geringsten Zweifel hast, dann such mit Sicherheit, such dein Glück. Prost. Und was war der Grund, warum du dich vom Papa trennen wolltest? Ein anderer Mann? Vogel. Mama, du und Dr. Vogel? Ich glaub's nicht! Mama! Naja, vielleicht verstehst du jetzt, warum er sich mit dir so schwer tut. Denn du könntest ja vielleicht seine Tochter sein. Ich glaub's nicht! Willst du mal rausziehen? Ja, so, nimm mal. Mama! Mama, Mama, Mama! Hallo, Schatz! Papa und ich waren angeln mit Zelten. Komm doch auch mit. Ja, ich wollte nur mal mit Papa reden. Auch nicht streiten, okay? Nein. Mami, bist du immer noch böse? Quatsch. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr was zusammen unternehmt. Ja, ja, leider nur übers Wochenende. Ging nicht anders. Wollen wir nicht das Kriegsbeil begraben? Jonas zu lieben. Ich denke, wir sollten einen sauberen Schlussstrich ziehen. Und Jonas entscheidet selbst, bei wem er wohnt. Ja. Klaus? Wir können ja noch mal drüber reden. Ist alles verstaut, wir können. Es kann losgehen! Steigt schon mal ein. Und du gehst nicht so tief ins Wasser, hörst du? Nein, nur bis hier. Okay. Tschüss. Sehen Sie,
Obo hat seine Frau wieder und bald wird es ihm auch wieder gut gehen. Das wird sich erst noch herausstellen, Frau Kollegin. Sie glauben mir immer noch nicht, dass die Trennung die Ursache für Bobos schlechten Zustand war. Es mag ja sein, dass Sie mit Ihrer Diagnose recht haben. Dennoch hätten Sie Ihr Vorgehen mit mir abstimmen müssen. Hätten Sie mir denn zugestimmt? Nein. Es gehört zu unserem Beruf, dass man Weisungen eines Vorgesetzten akzeptiert. Auch wenn man anderer Meinung ist. Susanne, Sie sind einfach noch zu unerfahren, um solche Entscheidungen alleine zu treffen. Dr. Mertens, Dr. Vogel, kommen Sie. Schnell, unserem Gärtchen geht schlecht. Sieht nach einem Darmverschluss aus. Ich fürchte, wir können gar nicht mehr so viel für dich tun, mein Kleiner. Ich rufe in der Kinderklinik an. Was wollen Sie denn von denen? Kinderklinik im Park, Krankenhaus. Ja, guten Tag, ich hätte gern Dr. Lenz gesprochen, dringend. Ja? Christoph, Susanne hier. Der Zustand unseres kleinen Patienten hat sich dramatisch verschlechtert. Dann bring ihn sofort her. Soll ich einen Krankenwagen schicken? Wie geht's ihm? Er hat kaum noch Puls. Er braucht Sauerstoff. Okay, geben wir ihm gleich. Danke. Wir müssen ihn sofort operieren. Also, Vorsicht. Am besten wird es sein, wenn du mir assistierst. Ich? Ja klar, wer denn sonst? Und ich sag dir, das hat Konsequenzen. Lass mir doch von deiner Tochter nicht auf der Nase rumtanzen. Was regst dich denn so auf? Du hast sie doch eingestellt. So viel Mumm, sich gegen dich durchzusetzen, hätte ich ja gar nicht zugetraut. Für den Affen? Ja, klar, für wen sonst? Ja, aber finden Sie das normal? Das ist schon okay. Klammer. Tupfer. Hier. Siehst du das? Eine Darmschlinge. Gut, dass wir nicht länger gewartet haben. Und da haben wir den Übeltäter. Was ist das? Eine Verwachsung? Das ist ein Stück vom Nabeldarmkanal. Aber der bildet sich doch eigentlich bei der Geburt zurück. Ja, ist auch nur ein kleines Bändchen. Das hat sich um den Darm geschlungen. Kein Wunder, dass du das nicht finden konntest. Ist auf keiner Sono zu sehen. Schere? Sein, dass Gärtchens Mutter schon bei seiner Geburt geahnt hat, dass etwas mit ihrem Baby nicht stimmt. In der freien Natur hätte es doch keine Überlebenschance gehabt. Das stimmt. Jedenfalls wusste die Mutter nicht, dass es uns beide gibt. Darf ich? Glaubst du, dass er durchkommt? Ja. Habe ich mich eigentlich schon bei dir bedankt? Ich habe zu danken. Für dein Vertrauen. Soll ich dich noch nach Hause fahren? Ich weiß momentan gar nicht, wo das ist. Du schuldest mir noch eine Antwort. Rebecca sagt mir jeden Tag, das Essen aus Tüten und Dosen ist ungesund. Aber es ist das Einzige, was ich kochen kann, ohne dass einem total schlecht wird.
So. Aber wenn es dir nicht schmeckt, habe ich auch noch ein paar andere Geschmacksrichtungen. So, bitte. Danke. Riechen tut schon mal gut. Und heiß ist es auch. Guten Appetit. Danke. Ich finde, du kommst ganz gut zurecht mit deinem Junggesellenleben. Eigentlich überhaupt nicht. Woran ist deine Ehe eigentlich gescheitert? Wenn ich das wüsste. Meine Frau hatte wohl das Gefühl, dass andere Kinder mir wichtiger sind als meine Tochter. Vielleicht hat sie auch recht damit. Aber was war schon Rebeccas Schnupfen gegen die schwerkranken Kinder in der Klinik? Ich finde, du kümmerst dich ganz liebevoll um Rebecca. Ich habe ja auch ein bisschen dazugelernt. Ich weiß jetzt, wie es ist, wenn man sich jeden Tag um sein eigenes Kind kümmern kann. Obwohl, der kleine Goldspatz ist manchmal nicht gerade gnädig mit mir. Ich schau mal nach ihr. Frühstück ist fertig. Dann sag ihm, ich freue mich auf sein Instant-Kaffee. Und wenn ihr wollt, dann mache ich euch ein paar Rühreier. Ich will. Er bestimmt auch. Ich rufe jetzt Mama an und sage ihr, wie toll es war. Ja, gut, schön. Und? Hat es dir auch gefallen? Es war die Hölle. Meine Frau hat das immer Spaß gemacht. Mag sein. Aber ich bin nicht deine Frau. So geht das nicht. Ich bin es nicht gewohnt, mich 3 Tage lang von einem 7-Jährigen kommandieren zu lassen. Alex, komm, wir machen sowas schließlich nicht jeden Tag. Hm? Ich fahre jetzt nach Hause und nehme ein heißes Bad. Guck doch mal bitte, wie ich aussehe. Baden kannst du aber auch hier. Klaus. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich wollte dich, nur dich. Ohne Anhang. Ja, dann haben wir uns eben beide geirrt. Wir sehen uns in der Firma. Hallo, Rat. Und Alexandra wurde 36 Mal gestochen. Die Ärmste.
Katze. Miep, 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 miep. Wir haben uns übrigens getrennt. Nein, sag bloß. Ich kann keine Kinder leiden. Ach. Aber das ist nicht der einzige Grund. Sanna, ich... Ja? Du hattest was von Schlussstrich gesagt. Was unseren Streit um Jonas angeht, sollten wir den auf jeden Fall ziehen. Ich finde es schön, dass du das so siehst. Weil Jonas ist kein Zankapfel. Er ist unser Kind. Ja. Und was unsere Ehe angeht, vielleicht können wir ja noch mal einen... Wir sollten uns ein Versprechen geben. Dieses Versprechen gilt eigentlich ihm. Wir werden uns gegenseitig keine Vorwürfe machen. Schließlich hatten wir unsere Chance und die haben wir gar nicht so schlecht genutzt. Das Ergebnis lässt sich sehen. Ich finde, wir sind ziemlich gute Eltern und das werden wir auch weiterhin sein. Und immerhin waren wir mal sehr verliebt. Und es wäre schön, wenn davon was übrig bleibt. Hallo. Hallo. Gertchen, mein Süßer. Oh. Ja, geht's dir wieder gut? Und der ist wirklich okay? Ja, ja, der wird euch noch ganz schön auf Trab halten. Ja. Ist das nicht ein Wunder? Ja, das ist es. Na, komm mal her, mein Kleiner. Na ja, bisschen verrückt war das schon. Aber was ist eigentlich nicht verrückt in Ihrer Familie? Ich freue mich schon, wenn wir dann Ihre kleinen Patienten wegen Mumps und Masern behandeln dürfen. Oh, Georg, Martin, stellt euch doch mal davor. Hm? Na komm. Eigentlich müsste eure Tochter noch auf das Foto. Ja, wo ist die eigentlich? Da, wo sie hin will. Männer, nun lächelt doch mal. Komm mal her. Du schuldest mir noch eine Antwort. Wie war denn die Frage? Liebst du mich? Ich finde dich sehr nett. Nett. Und was heißt das? Du kannst nicht kochen. Aber du bist komisch, hilfsbereit, zärtlich. Vielleicht kannst du mir das Kochen beibringen. Ich bring's dir bei. Wieso? Na, jetzt können wir uns nicht mehr heiraten. Und wieso nicht? Weil wir bald Geschwister sind, darum. Ach so.